Willkommen zurück, Freunde, zu Ahead in Time. Wir haben im letzten Part uns mit dem Mustache Girl bestritten. Soweit ich weiß, ne? Man erinnert sich vielleicht. Und mir wurde angezeigt, dass ich mit vielen irgendwas machen kann. Nämlich hier, da scheint sich ein neuer Weg zu öffnen. Jetzt die Frage, gehen wir da zuerst hin oder machen wir unser... Machen wir das weiter? Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Sieht ja nach so einer... Keine Ahnung. Battle of the Birds. Ja gut. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Ich meine, warum nicht? Ich möchte auch mal einen komplett neuen Bereich sehen, weil ich glaube, den kenne ich noch überhaupt nicht. Weiß gelogen. Ich glaube, das kenne ich doch. Okay. Dead Bird Studio. Nein, okay, das kenne ich auf keinen Fall. Das erste Mal wirklich komplett blind jetzt. Boah. Das wird interessant. Und aus der aus dem Ding da habe ich jetzt nichts erfahren, würde ich so behaupten. Fucking gar nichts. Ja, super. This movie studio is too big for the both of us, DJ. Gruu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 
Doch. Ich denke darüber nach. Die Frage ist nur, wie? Wie mache ich... Guck mal, hier ist doch... Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja hier fast schon erklärt. Wäre halt schön, wenn man da auch drauf könnte, vernünftig. Ja, jetzt geht's. Gerade natürlich nicht, ne? Ist klar. Okay. Ist interessant. Das wird mir in Rechnung gestellt. Meine Filou-Sachen. In Ordnung. Schätz mal, das wird später eine Aufgabe oder so, ne? Oh, fuck. Mir war halt nicht ganz... Mir war halt nicht ganz klar, dass das jetzt passiert. Ja, aber... Das ist ja alles schön und gut, aber ich raff gar nicht, was hier Phase ist. Was ist denn Phase? Minus 100.000. Ja, was wollen die denn von mir? Hier unten lang. Okay. Wow. Das ist gerade für mich too much. Habe ich auch nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Bin ganz ehrlich. Schiebt's auf mich? Weil ich viel zu unaufmerksam gerade in diesem Bereich bin. Okay, der hätte mich fast gesehen. Das war aber auch wieder so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, ja, man muss ja auch erstmal, man kriegt ja lieber die Gelegenheit, sich den Raum anzusehen, wa? So richtig. Das war jetzt gut, denke ich. Genau, guck mal weg. Und dann hätte man vielleicht da drauf gemusst. Oh Mann, ich schlag mich gerade richtig gut. Richtig gut, richtig gut, Wollo. Hallo, ist ja wohl ein Witz. Okay, diesmal warte ich einfach. Ah, okay, der kommt. Der muss erstmal wieder zurückkommen. Gut zu wissen. Okay. Ey, das ist halt Learning by Doing gerade. Und ich kriege nur auf den Sack. Für jede Kleinigkeit, die ich mache. Okay, wir können entweder da lang oder da lang. Was ist denn... Ich würde sagen, das hier ist... der vernünftigere Weg. Oh, 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 oh. Oh, oh, den habe ich halt auch nicht gesehen. Leute. Habe ich doch gar nicht gesehen. Ein Relic. Okay. This honor relic might match with others. Ach so, okay. Aber jetzt noch nicht, oder wie? Ja, dann macht er den optionalen Shit. Das ist ja besser als jeder 100% Run hier. Viel besser. Blind 100%. Nee, ich würde sagen, Blind 100% machen wir nicht. Was ich... Fuck. Ah, okay. Was ich gerne machen würde, wären alle Aufgaben. Aber nicht jeden fucking Kleinkram dieser Welt sammeln. Okay. Bin ich wieder am Anfang eigentlich? Nee, ne? Ich bin halt endlos verwirrt. Ich bin einfach nur endlos verwirrt. Wo kommt das Ding jetzt? Kommt es überhaupt? Irgendwie nicht, ne? Okay, so kommt es. Puh, okay.
Den hab ich auch schon wieder über... Also, man sieht die auch nicht. Komm, ernsthaft. Man sieht die nicht. Der kann mir doch keiner erzählen, dass er die nonstop sieht, wenn ich sie nicht sehe. Also muss man schnell sein danach. Hm, gut zu wissen. Gut zu wissen. Dankeschön für diese Information. Wie gesagt, alles Learning by Doing, wo ich jedes Mal auf den Sack kriege. Gutes Ding. Gutes Ding. Ich bin schwer begeistert. Heul nicht rum. Ist halt Wollo spielt ein Spiel blind, ne? Ist einfach so. Wenn Wollo ein Spiel blind spielt, dann gibt es auch ein bisschen Gemecker. Das gehört dazu. Ohne wäre einfach auch fake. Okay, das sieht aber machbar aus. Sehr schön. Ah, die Energie auf jeden Fall. Ich bitte darum. Oder ist keiner? Gut. Ah. Gehen wir einfach mit denen mit. Das habe ich verstanden. Es gibt auch Momente, die ich verstehe. Man mag gar nicht glauben. Das ist auch eine lange Aufgabe wieder, ne? Ich hätte jetzt gedacht, man kann da irgendwie rein. Ups. Und hier wahrscheinlich... Achso. Nein! Nein! Ah, ich dachte, ich wäre so gut. Moment. Ich dachte halt auch, ich muss ein bisschen so rechts, links rüber. Mit Walljumps. Hast du so gedacht, Vesado? Hast du so gedacht, ne? Ich habe gestern noch einen Stream gesehen, wo jemand sagte, dieses Spiel sei besser als Mario 64. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das ist so ein... Ist halt sehr anders, ne? Sehr, sehr anders. Magnificent. Stunning. This trophy is. Kann man halt eher gegen Galaxy antreten lassen, weil es halt mich eher an Galaxy erinnert, ne? Geh den Weg, mach eine Aufgabe entsprechend, aber ob das jetzt besser als Galaxy ist, werden wir sehen. The actual trophy is really tiny. Oh my, what is that I see? Is it true inner beauty? An innocent soul with a heart of gold? Oh no, it's just a little girl. Hello. Oh wait, you're not a penguin. That's good. I could use some non-penguin company around here, as all my penguins are frankly terrible actors. Here's the biz. I need your help. I'm on a terrible losing streak, and I just have to win this next annual Bird Movie Award. There's no doubt I absolutely must have you as the star. Here, let me take care of this. Dankeschön. We need to give you a bird passport, darling. Step right over here. Okay. The most important part of a passport is the picture, darling. You have to look flashy and stunning. Step right over here. Let's take the pic. Okay, put on a smile and stand still, please. Don't move. Haben wir jetzt ein Bild gemacht? Ja. Dann mach doch endlich ein Bild. Let's see how the picture turned out. Darling, you moved. The picture is ruined. How cool. We've got to fix this ugly mugshot up with some old-fashioned photo doctoring. Here, take these markers and turn yourself into the most stylish, fashionable young lady. Ich will ganz ehrlich sein. Ist mir egal. Wir machen hier mal... Guck mal, die hat jemanden umgebracht. Pass auf. Naja. Kann ich nicht so gut. Das ist eine Träne. Okay? Das ist eine Träne. Ja. Perfect. Let's slide this picture into your passport and... Here you go. One passport for you.
Dankeschön. Wonderful, darling. Oh, just wonderful. Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star. Krieg ich jetzt meinen Preis erstmal? Hey, what do you think you're doing? Oh, you can't just jump in and fiddle with the annual Bard Movie Awards. That's fraud! Fraud! Hey, everyone! We've got a fraudster over here! Oh, where are my owl guards at? Oh, why are the owls so darn useless? All right, listen here, lass. You're in big trouble. If you're helping crooked DJ Grooves rig the awards, and I can't take you to jail, then you're got to help me even the score. That's right. You're got to be the star of my movies, too. Here, hold our newest prop. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. You got that? Don't be late. Ereignisse überschlagen sich förmlich. Wow! Doppelter Filmstar in beiden Filmen. Ich bin mehr begeistert. Schwer begeistert und so habe ich auch meine Trophäe bekommen. Na, endlich. Ich will nicht sagen, das hat lange gedauert, aber das hat ganz schön lange gedauert und ich war nicht sonderlich gut. Das kommt noch dazu. Ey, du kochst doch für die Mafia. Kenne ich. Aber im nächsten Part machen wir dann weiter, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.